Willkommen zum einem weiteren Let's Play von OMSI 2, den Omnibus Simulator auf der Map Paparowo in Polen. Wir befinden uns wieder in Tadinis und wie gesagt, wir werden nochmal die M82 fahren. Und warum werden wir nochmal, Entschuldigung, und warum werden wir nochmal die M82 fahren? Weil beim letzten Mal habe ich im Let's Play auf der M82, da habe ich mich noch verfahren, wie gesagt, meine Damen und Herren. Und deshalb, wie gesagt, meine Damen und Herren, werden wir diesmal richtig fahren und wir gehen in den Bus rein. So, Fahrplan muss ich mir noch holen. So. Jawohl, Tadinis. Wir fahren nochmal die Linie M82 von Tadinis nach Volina und die Fahrt beginnt ab 16.30 Uhr. Und wir starten gleich nochmal den Motor. Weil sonst heißt es wieder, oh Mann, könnt ihr mal bitte den Heizunger machen? So, dann will ich das Ganze jetzt mal schildern. Die M82. Weil ich habe ja noch eine Ordner eigentlich. Ich gehe nochmal in den OMSI-Ordner rein. Wie es denn so aussieht. Musste mal kurz in den OMSI-Ordner reingehen. Gehe ich mal erst bei Solaris rein. Oder bei Citaro gehe ich erstmal rein. Texturen. Linienliste Paparowo, muss ich gucken. Ja, das muss jetzt natürlich laden. Linie M82. Und was soll ich eingeben bei der M82? Torzek Tadinis. Nach Volina muss ich, glaube ich, eingeben 066. 06600 habe ich mal beschlossen. So. Gucken wir mal. 06600. Jetzt hat er ja die 66 drin, aber das ist jetzt egal. Da muss ich, glaube ich, 066 eingeben. Dann steht aber nichts drauf, aber wie kriege ich da jetzt wieder der Dings hin? Wie kriege ich das jetzt wieder hin? M82 033. Also das hier ist natürlich verbuggt. Also da kann ich, wie gesagt, nichts dafür. Das hier ist nämlich verbuggt. Das Blöde ist, ich muss jetzt wieder per Hand eingeben. Ich habe keine Ahnung warum, aber das ist jetzt egal. So, Volina. So, geschildert habe ich schon mal. So. Jetzt habe ich gerade mein Burrito stehen. Also sozusagen, ich esse immer gern Burrito. Ist auch lecker. Richtig lecker. Richtig köstlich. Okay, dann sag ich mal, können wir gleich fahren. So.
machen wir gleich Radio und dann fahren wir gleich los. Scheibe brauchen wir nicht schlucken. Wir fahren nur. Was sag ich da? Also Scheibe brauche ich nicht putzen. Und warum brauchst du Scheibe heute nicht putzen? Weil wir heute denselben Bus nochmal fahren wie in der letzten Folge. Erster Stelle war Tadis. Was haben kriegst du da nicht? Park Dämmer. Ja, Fenster auf. Schalt er mal an, Achtung. Jetzt ist es Zeit für... Die Frau will jetzt mit. Okay. Hallo, ich bin Nadine aus Oranienburg und arbeite im Kosmetikstudio. Und wir machen... Fahren wir weiter. Nächste Stelle, beziehungsweise massantes Titanic. Alia, nee, Alesha. Moment. Da war die nächste Haltestelle. Warte mal. Muss mal hier anhalten, Gott. Schönen guten Tag, 17 Uhr, Koschwitz am Nachmittag. Versicherung. Dann war die nächste Haltestelle. Arno zahlt deine Rechnungen. Alesha, Kieselinska und nächster Stelle ist Bukowska. Was haben Christamik Bukowska? Eine Lego-Eisenbahn kaufen? Mark Köhler, das ist 3-1 zum Anrufen. Und dann zahlt Arno. 00352 1331. Ja, ich will ja keine einsteigen, aber das weiß ich ja schon. Aber es ist jetzt egal. Was hat Chris damit? Mit Nick. Plus Rava Fraka. So. Jetzt halte ich den nochmal an.
jetzt fährt hier jemand mit. Jetzt geht's. Nächster Stelle ist Divi Tovo. Asamkris Samik. Divi Tovo. Guten Tag. Eine normale Fahrkarte. Danke. Bitteschön. So, 16:36 geht's los. So. Also Scheibe ist schon geputzt, weil wir denselben Bus nochmal wie in der letzten Folge fahren. Darum. Hallo. Eine Fahrkarte. Bitte schön. Was haben wir Sonic? Lauka Jatsi. Oder Jatsi, wie man es ausspricht.
RTL. Homo zahlt deine Rechnungen. Hallo Marc. Eine Lego-Eisenbahn, ist sie für dich? Okay. Aber du spielst ja auch ab und zu mit, oder? Ja, okay. Also egal für wen die ist, Arno zahlt die Lego-Eisenbahn. Herzlichen Glückwunsch. Was haben wir gekauft? Fabianki. Gerne. Was hast du gekauft? Was willst du kaufen? Trag auch nur deine Rechnungen auf rtl.de. Weiter mit der nächsten Rechnung geht's morgen früh um 7 bei Arno und der Morgenclub. Hier ist George Ezra und Budapest. Adama. Reicht jetzt nicht mechanisch. Völlig steril. Eiskalter Mann. Kommt von dir. Wer mich leer verbraucht, alles tut weh. Am Flugzeug in meinem Raum. Kann nichts mehr essen. Kann mich nicht vergessen. Mund raus. Was ist denn hier heute los? Umso leichter, umso leichter wird's für mich.
Nee, da halten wir ihn nicht an. Manfred, kannst raus, wenn du weiter mehr Gas. Woher denn? Schnauze da. Da hätten wir an. Wolina, Wojska Polskiego. Dieser Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Ja, nun werden wir die Endstelle erreichen, beziehungsweise die Endpunkt. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst mir ein Like da. Und werde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und dann werden wir uns auch natürlich in der nächsten Folge wiedersehen. Denn dort endet hier die Let's Play. Und dann sage ich Ade und Tschüss. Bis zum nächsten Let's Play. Euer Brian Bausch. Bis zum nächsten Let's Play. Macht es gut. Stelle, bitte alle aussteigen. Dieser Fahrt endet hier. Im französisch-luxemburgischen Grenzgebiet kommt es wegen Grenzkontrollen in beiden Richtungen zu mehreren Kilometern Stau. Es gibt noch einen Blitzer am Ortsausgang von Homburg Richtung Schwarzenbach. Und unseren kompletten Verkehrsservice gibt es aktuell über rtlradio.de/Ukraine. Jetzt in Zahlungnahme Ihrer alten Couch bis zu 1.000 Euro bei Lederland St. Fit. Auch sonntags immer verkaufsoffen. Lederland. 3.700 Euro gespart. Unser Peugeot 208. Jetzt als Tageszulassung für 11.990 Euro. Nur solange der Vorrat reicht. Wie macht der Müller das? Finden Sie es heraus bei Peugeot München. Und nun sage ich danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Let's Play. Euer Brian Bausch. Und macht es gut. Das hier war unser Mercedes-Benz O530 Citaro Solobus
Und natürlich beim nächsten Mal fahren wir die Rücktour. Bis zum nächsten Mal, meine Damen und Herren.